Hallo alle zusammen. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist in den letzten Videos schon immer mal wieder Werbung zu sehen. Wir haben uns das lange überlegt, sollten wir Werbung schalten oder machen wir lieber keine, vertreiben wir euch dadurch. Aber wir haben uns dann letztendlich dazu entschieden, wir schalten Werbung. Mit dem Geld, was dort durch YouTube reinkommt, wollen wir unsere Videos finanzieren. Wir brauchen verschiedenes Equipment, wir brauchen Speicherplatz, wir müssen immer wieder die Videos hochladen. Und aufgrund dessen haben wir uns dazu entschieden, Werbung zu schalten. Ich hoffe, ihr könnt damit leben und bleibt uns weiterhin treu. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Ihr seht unsere letzten Tage auf Isla Pedro González, Annettes Geburtstag und noch ein paar schöne Tage dort in der Bucht. Viel Spaß euch! Es ist 6. Mai und es war eine Horrornacht. Wir haben geschaukelt wie Sau. Es hat geregnet, es hat geblitzt, es war heiß. Und es hört auch immer noch nicht auf zu schaukeln. Ich glaube, wir werden heute woanders hinfahren. Aber jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Und dann sieht die Welt bestimmt schon wieder anders aus. Wo sind wir hier? Ah, immer noch in Viveros. Südwestküste. Und jetzt sag uns doch mal, wie du die Nacht fandest. Gruselig. Gruselig. Total übel. Es ist so rollig. Seit gestern Abend. Dass man meint, man fällt aus dem Bett. Es ist wirklich nicht schön gewesen. Aber wir sind nicht aus dem Bett gefallen. Nein, wir sind nicht aus dem Bett gefallen, aber schlafen ging auch nicht. Hm. Und es hat uns herum ganz fürchterlich geblitzt, allerdings nicht gedonnert. Es hat ein bisschen geregnet, es war viel zu warm. Und dieser Platz ist wirklich nicht schön. Aber du lächelst und du siehst zufrieden aus. Also. Ja, die nächste Nacht wird hoffentlich besser. Okay. Wir müssen hier weg. Okay. Wir sind auf Isla González und heute beim Ankern ist natürlich wieder alles zusammengekommen. Also wir haben hier nicht dann den Anker runtergelassen und dann ist die Kette ja nicht übergesprungen, sondern ist einfach rausgerauscht und sie ließ sich nicht mehr aufhalten und gleichzeitig ging unten kein Gang mehr rein oder kein Gang mehr raus. Ja, und jetzt nehme ich mir erstmal hier die Ankerwinsch vor und dabei ist natürlich da unten, sind gleich beim Lösen, die Schrauben abgebrochen. Das heißt, die muss ich auch wieder irgendwie ausbohren. Tja, so hat man zu tun. Tja, da hat es hier das Messingteil zerrissen, sodass die Feder hier rausgesprungen ist oder der Keil rausgesprungen ist. Und jetzt kriege ich auch die Kappe hier nicht ab. Dann muss ich da wahrscheinlich eine neue Nut reinfräsen, damit das wieder funktioniert. Da gab es heute einen großen Fang. Oh, ein Riesenfisch. Heute Morgen sind die Fischer zum Strand gekommen. Haben dieses Prachtstück in den Sand gelegt
und sind danach wieder weggefahren. Und wir sind dann hin zu dem Fischer und haben gefragt, was mit diesem Fisch passiert. Und sie meinten, nix, wäre ein Geschenk für uns. Was ist falsch mit ihm? Warum verkauft man den nicht? Wie lang der ist? Unglaublich. Ist er größer als ich? Ja. Wollt ihr das kommentieren? Hä? Wie du kommentierst? Ich kommentiere, so. Kleine Filets gibt's. Kleine, bei dem großen Ding. Das ist ja gut. Die Vögel warten auch schon. Hier fällt bestimmt was für sie ab. So, der Fisch ist zerlegt. Also nochmal. Jeder hat ein Stück bekommen. Ich hoffe, ihr habt noch genug abgekriegt. Nee, ihr esst uns alles weg. So, jetzt haben drei Boote das Überleben gesichert. So, zwei solche Stücke haben wir. Jetzt fängt die Arbeit an. Die Annette hat sich schon überlegt, was sie da alles mit macht. Auf jeden Fall gibt es heute Abend erstmal schönes Fischbarbecue am Strand. Schön viel Arbeit, glaube ich. Ich schneide ich erstmal ab. Das ist was. So, heute gibt es hier tatsächlich einen Flohmarkt. Ja, aber das will schon jemand. Das ist ja gar nicht mehr ehrlich. Ja? Agascha? Ja, ich nächstes was ausschauen. Wieder, Benni? Ja. So. Erstes Geschäft getätigt. Jane hat unseren Weltempfänger. Ja? Und ich habe hier das Sikaflex. Damit endlich unser Schiff dicht wird. Es füllt sich langsam hier. Ja, also unsere Bucht, wo wir hier anfangs zu zweit lagen, ist voll geworden. Haufenweise Leute. Wir sind sehr excited. So, heute gibt es Pompano. Pompano. Eine Makrelenart.
eingelegt von Roman. Er ist nicht eingelegt. Oder nur gewürzt. Ja, ja. Oh, alle Nationen sind hier vertreten heute. Einheimische, Deutsche, Österreicher, Amerikaner, Argentinier, Engländer, all over the world. Und das in Corona-Zeiten. Heute ist der 10. Mai 2020, Muttertag. Ja. Und wir trinken auf die Annette. Prost, Annette, du hast das falsche Glas. Das ist das falsche Glas. Du hast das falsche Glas. Prost, Annette, auf dich. Prost und? Auf euch alle Mütter. Auf alle Mütter. Und jetzt Prost auf unsere Mütter. Alter, Prost auf Mütter. Unsere Mütter. Und außerdem hat der Alexander heute Geburtstag. Prost, Alexander. Ei, hallo. Auf dich. Auf dich. Unsere Nachbarin Ina, die hat heute nämlich auch Geburtstag. Ina, auch dir alles Gute zum Geburtstag. Das ist ein Teil des Fisches. Den habe ich klein geschnitten. Dann hat er ein bisschen in Sojasauce mit Wasser gebadet für ein paar Stunden. Und jetzt habe ich ihn paniert mit Pfeffer und Rosmarin und ein paar Gewürzen. Der wird jetzt aufgehangen, aufgefädelt und kommt dann hier in den Schatten unter die Solarpanel. Einen weiteren Teil des Fisches versuche ich jetzt im Kühlschrank zu trocknen, falls das da draußen unter dem Solarpanel mit dem anderen Fisch nichts wird. Dafür wende ich da den Fisch in einer Zusammensetzung von Zucker, Salz und einigen Gewürzen nach Wahl. Das Salz zieht dann das Wasser aus dem Fisch und morgen muss das dann alles wieder abgegossen werden und er muss neu eingelegt werden. Das Ganze macht man dann über den Zeitraum, bis er halt trocken ist. Das kann eine Woche oder auch länger dauern, je nach Fisch. Zwei Gläser mit Fisch habe ich eingekocht, um später Curry zu machen oder irgendwas, was mir dann gerade so in den Sinn kommt. Die kleinen Gläser sind Sailfish Mango Rillettes. Die macht man aufs Brot. Werden wir morgen mal gucken, ob das denn schmeckt. Und des Weiteren haben wir vakuumiert einige Teile von dem Fisch. Der vordere Fisch ist vorher geräuchert und dann vakuumiert. Und gestern gab es dann auch noch Ceviche. Das ist roh eingelegter Fisch mit Zitrone, Zwiebeln, Knoblauch und ich nehme gerne noch ein bisschen Gemüse dazu und Kokosmilch. Wir gehen endlich mal wieder spazieren auf Isla Pedro González. Hoffen, dass uns hier keiner wegscheucht und aufhält. Höchstens die Mücken. Die haben uns schon fast. Ja, paar Mücken sind halt da. Aber nur ein paar. Ja, na gut. Schauen wir mal. Und das haben wir jetzt hier entdeckt. Hier endet der Pfad. Könntest du erklären uns mal? Ja, würde ich gerne. Kann ich nicht. Da ist auf jeden Fall eine Steininschrift drin oder ein Bildnis. Und deswegen ist das hier überdacht. Ach, und da ist die Annette schon wieder. Ja, wir sind Fledermäuse. Guck mal. Ah, da haben wir tatsächlich wieder mal Bananen entdeckt. Ah, die brauchen noch ein bisschen, aber jetzt wissen wir ja, wo sie stehen. Und die Annette, die hat hier den Mangobaum entdeckt. Die Mangos sind alle noch ein bisschen klein. Und da unten sehen wir die Limelight liegen.
Da unten ist sie. Guten Morgen. Heute ist der 19. Mai. Wir liegen vor Isla Pedro González. Die Annette hat heute Geburtstag. Und deswegen hat sie auch Regen bestellt. Damit unsere Tanks mal voll werden. Und wir trotzdem keine Energie haben. Deswegen hat sie Regen bestellt. So, Tag 59. Jetzt hat uns die Aeronaval hier aufgespürt. Und da steht er, guck mal, da ist er, der Security-Mann. Weist uns darauf hin, dass wir hier Corona haben. Und wir nicht an Land dürfen. Jetzt gibt es hier Diskussion mit allen. Es werden Fotos gemacht von den Booten. Ja, nur weil so ein Security-Mann die aufgehetzt hat. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Michaels freuen sich mit dir. Alle deine Michaels freuen sich mit dir. Wie schön, dass du... Ja, könnte auch raushüpfen, aber... Raus. Ne? Das ist ja niedlich. Das sind Muschelohrringe. Ich weiß. Ich sehe das, natürlich sehe ich das. Und was sagst du denn zu deinen Ohrringen? Super. Du hast auch schon mal irgendwas anderes dazu noch geschenkt gekriegt, nämlich. Mhm. Letztes Jahr. Nee. Nee. Zu Weihnachten. Nee. Du meinst die Kette. Die Kette? Ja, ja. Dann hast du die hängt da drüben. Okay. Weil heute Abend wollen wir uns treffen zum Potluck mit den anderen Seglern. Das heißt, jeder bringt was zu essen mit. Was machst du? Ja, ich filme mal deine Eltern, wie sie dir zum Geburtstag gratulieren. Oh, das machst du aber schön. Ich glaube, die Annette, die hatte noch nie Regen zu ihrem Geburtstag. Weil das ist nämlich eigentlich ein Sonnenkind. Aber heute, da regnet's. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück. Es ist immer noch gut gefüllt, unser Frühstückstisch. Trotz 57 Tage in der Wildnis. Es gibt Tomaten, Eier, Pampelmusen. Ein ganz, ganz kleines bisschen Fleisch haben wir noch. Dann ist das nämlich weg. Und ja, es gibt Brot. Und Rillet, Fisch. Und so sieht das hier heute aus in unserer Bucht. Hoffentlich liegt das bis heute Abend. Ja, leider regnet durch unser altes Bimini durch. Annette, du bist immer noch nicht so zufrieden, ne? Ja, das ist noch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Okay. Aber es ist ja nur Wasser, ist egal. Alles. So, ein bisschen von dem schönen Weißen rum. Ein kleinen Schluck Braunen rum. Ein bisschen mehr. Ein Schuss Grenadin. Einmal mixen. Boah, ich bin schon gut drauf. Test. Schnapp es rein. Und dann haben wir hier noch schön von Grenada 75%igen Rum. Da
alles rein. So. So, jetzt fängt es auch noch an zu stürmen. Dazu. Oh, die Lucy schaukelt ganz schön. Christian ist gerade ins Wasser, mal nach dem Anker tauchen. Kann ihn aber nicht sehen. Er zerrt ganz schön am Anker. Wir haben das Ding hier hochgenommen, aber jetzt festgestellt, dass es nicht hoch genug ist. Manchmal schaukeln wir uns so auf, dass das Wasser da unten rauskommt oder reinkommt. Die Argentinier werden auch ganz schön durchgeschaukelt. Olli, Jan ist schon zu seinem Boot rübergefahren. Und das hier vor Anker. Ja, und das hier ist Annettes Geburtstag. Annette hat heute Geburtstag und sie scheint gestern nicht aufgegessen zu haben. Doch, hab ich. Nee, hab ich nicht. Du hast nicht aufgegessen. Ah. Siehst du, daran liegt es. Ja. Das wird noch ein interessanter Tag. Ja. Heute am Strand. Mal schauen, ob das was wird. Aber es soll ja nachher aufhören. Ja, um 8 ja. Abend. Super. Oh, das Feuer scheint zu brennen. So nach und nach trudeln immer mehr Leute ein. Wir sind heute hier auf der kleinen Insel, weil gestern wurden wir auf der anderen bewohnten Insel weggejagt. Noch jemand? Roman? Ich hol mein Glas noch. Ich habe mein Glas noch nicht dabei. Nachher dann. Patzi kommt in 10 Minuten mit mir. Danke. Dann. Don't mind me. Cheers. Just start gently. Cheers. There we go. Cheers. Cheers. Happy birthday. Yeah. Perfect. Yummy. Thank you. Thank you so much. Like mm. Stuff. Das ist so weit weg, das erkennt man. Alles Gute! Ja. Man sieht genauso aus. Also, die ist von der Bildstabilität. Hello. Hello. So, always congrats. Oh, it's beautiful. Nice. You've got a birthday princess. What? Here.
heißt auf Spanisch Feliz? Feliz Navidad heißt es nicht. Nee. Cumpleaños. Ah. Danke. Okay. Ready? Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Wonderful. Cheers. Cheers. Good evening. Free bird. Put him in the scuppers with the hose pipe, Barton. Put him in the scuppers with the hose pipe, Barton. Put him in the scuppers with the hose pipe, Barton. In the morning, way up she rises, way up she rises, way up she rises early in the morning. Put him in the brig until he's sober, put him in the brig until he's sober, put him in the brig until he's sober early in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises, and I am the morning. Tag 60 ist angebrochen. Es hat heute Nacht nicht geregnet, entgegen den Wettervorhersagen, aber dafür gab es Millionen von Fliegviechern, wie man hier sieht. Alles ist voll. Fliegviecher? Fliegviecher. Oh, das muss jetzt erstmal gespült werden. Sehr schön. Aber das Wetter ist schön, der Strand ist schön. Der Michael ist auch wach und mit seiner Schulter, das ist auch ein bisschen besser heute Morgen. Also ich glaube, das wird heute ein schöner Tag. Also die Annette macht hier die begehrten Rumkugeln, damit wir auch wieder was zum Naschen haben. Die begehrten, ja. Oh, da freue ich mich schon drauf. Meine Schmierereien, aber lecker sind sie. Das gibt's heute zum Vatertag. Oder? Ja. Oh, habe ich einen guten Vatertag. Oh, Telefon. Da ruft sogar jemand an. Oh, die Lucy läuft aus. Richtung Bayonetta. Da werden wir sie wahrscheinlich demnächst wieder treffen. Und direkt dahinter denen kommt ein Gewitter auf uns zu. 63. Tag seit unserer Abfahrt von Contadora und Selbstquarantäne hier auf den Las Perlas. Und heute gibt es endlich mal wieder Hähnchen. Raphael hat uns heute ein Hähnchen gebracht. Und das lassen wir uns jetzt aber richtig schmecken. Wir haben auch noch ein paar Bier. Das heißt, heute gibt es auch mal Bier dazu. Und das ist der begehrte Strand, wo wir nicht mehr hinkommen dürfen. Das habt ihr ja gesehen, die Aya und Naval war hier und hat uns verboten, an den Strand zu gehen. Guten Morgen, Tag 64. Es war eine so schlechte Nacht. Es war so heiß heute Morgen.
Heute Nacht. Ich hab geschwitzt, das ganze Bett ist nass. War auch kein bisschen Wind, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Also das ist nicht angenehm. Außerdem hatte ich wieder Probleme mit meiner Schulter. Habe ich jetzt schon seit 3 Wochen. Kann ich mich nicht drehen oder jedes Mal werde ich wach dabei. Also ich möchte, dass ein bisschen Wind geht und dass es ein bisschen kühler ist nachts. Jetzt am Tag soll aber die Sonne scheinen. Wir brauchen nämlich Energie. Wir haben schon seit 2 Tagen den Kühlschrank aus, weil wir zu wenig Energie produzieren. Die Annette, die versüßt uns den 64. Tag hier auf den Las Perlas. Und zwar hat sie gestern hier diesen Quark gemacht. Also sie weiß nicht mehr genau, was sie gemacht hat. Doch, das ist ein Käse. Und zwar ein irgendwas mit Meier-Zitronenkäse oder sowas in der Art. So und heißt er. Den gibt es heute Morgen mit Tomate. Dazu haben wir unsere letzte Banane. Also Wurst haben wir schon seit einer Woche nicht mehr. Und das Nutella geht auch zu Ende. Also dann endet das natürlich in einer Katastrophe, wenn das Nutella zu Ende geht. Das Gewitter von vorhin hat sich verzogen. Jetzt kommt die Sonne raus und wir kriegen wieder Energie, können den Kühlschrank anschmeißen. Und Annette, dann wird das ein herrlicher Tag. Ganz bestimmt sogar. Tag 65. Heute ist die Konditorin am Werk und macht uns leckere Zimtschnecken zum Kaffee. Oh, das ist der Hammer. Und das riecht. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. So, es regnet und wir fangen alles auf, was es aufzufangen gibt. Wir brauchen unbedingt Wasser. Jetzt geht nämlich der Wassermacher, aber wir haben keine Energie, weil keine Sonne. Und kein Wind.